Oh, wenn SpongeBob Albaner wäre, der Film Part 4. Wenn es fast geschafft, wir sind fast in Kosovo. Albaner wie wir. You're broke! Warum glänzt so deine Glotze? Du willst uns also Ohrfeigen geben? Ja. Mein Freund mit Glauze, Afrem und ich sind beides Albaner, also verschwinde sofort oder willst du Schläge? Schläge. Hallo? Hi, I'm Jackie Chan. Das ist Jackie Chan. I'm ready. Das ist halt so geil. Sind wir tot, Baschkim? Nein, Afrem, du Idiot. Afrem, was sind das für Steine? Wo sind wir hier, Afrem? Oh, was ist das? Baschkim, ich glaube, wir sind gelandet in vierte Dimension. Nein, du Idiot, das ist... Ich muss aber ganz ehrlich auch sagen, ne, ich finde das ist so eine Tierquälerei. Wenn ich so Leute sehe, die einen Goldfisch in so einen kleinen Klaus einsperren und der Goldfisch die ganze Zeit nur Kreise ziehen kann. Das ist Tierquälerei. Das möchte ich so nicht. Bitte komm, die Goldfische wieder raus ins Meer, ne? Da, wo sie hingehören. Die Kraft von Whitebeard. Hey, warte mal. Diese Leute sind alle tot. Afrem, dieser Feuerball ist viel zu heiß. Afrem, ich glaube, das war's mit uns. Ja, das mit dem Feuerball, das kenne ich, ne? Also Schnee kenne ich zum Beispiel gar nicht mehr, ne? Und wenn man dann rausgeht und gefühlt kocht, dann weiß man, okay, wird langsam ein bisschen wärmer im Sommer, ne? Mal gucken, wie es in 10 Jahren so ist. Danke. Kein Problem, Baschkim. Afrem, wir haben es nicht mal bis nach Kosovo geschafft. Kosovo. Ja, das habe ich doch gerade gesagt, Afrem. Kosovo. Ja, ich muss sagen, stark nachgelassen. Es ist stark angefangen und stark nachgelassen. Super. Also, spitze, Jungs. Ihr habt's geschafft. Genau, Afrem. Ich will jetzt nach Hause gehen. Wir haben es nicht mal bis nach Kosovo geschafft. Kosovo. Okay, Afrem, es reicht, du bist ein Idiot. Nein. Guck mal da, Baschkim. Herzlich willkommen in Kosovo. Wir haben es geschafft, Baschkim. Kosovo? Wir haben es doch geschafft, Afrem. Wir sind die Besten. Afrem, du bist meine beste Freund. Afrem! Ja, traurige Freunde, Geschichte, ne? Freunde, das war der vierte Part von Wenn SpongeBob Albaner wäre, der Film. Nichts vergessen zu liken und Glocke aktivieren. Und Freunde, vergesst nicht, am 3. August um 19 Uhr treffen wir uns in Kostum. Freunde, das ist unser großes Fan-Treffen. Bin ich da. Wir werden T-Shirts verlosen, wir werden Autogrammkarten verteilen. Kommt vorbei, Freunde, 3. August, 19 Uhr in Kosovo bei der Skanderbeo-Statue treffen wir uns wie jedes Jahr. Und Afrem ist dieses Mal auch dabei, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ja, bin ich da. Sind wir da. Ne? Komm mal so Megan. Ne, ich hoffe, ich krieg eine Rose, dass ich in die zweite Runde komme. Ich will endlich ein Bild oder eine Rose bekommen. Ja, also das, meine lieben Kinder, das ist, die leben nicht mehr, sie sind tot, qualvoll gestorben, qualvoll ausgetrocknet, werden nie wiederkommen, die sind jetzt in der Hölle, wo sie noch mehr Qualen erleiden werden. Man muss es ja auch versuchen, auch zu erklären, ne? Man muss ja den Kindern auch irgendwie beibringen, was da geschehen ist. So, man muss dann halt auch ehrlich sein. Ja klar, man könnte jetzt sagen so, hier, die sitzen jetzt in Valhalla und trinken 3,5er Milch und kämpfen jeden Tag, ne? Habe ich als Kind auch immer gemacht, bin ich auch immer mit mein Holzschwert rausgegangen, selber geschnitzt und habe auch immer gekämpft. Aber das ist halt nie die Realität, ne? Das ist die Realität. Bist halt tot dann, ne? Dann kommen die Maden und fressen dich auf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und schau, wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich mehr freuen. Haut rein und tschüss.